Diese vier One-Piece-Anime lassen dein Herz höher schlagen. So hat der Frühling begonnen und ich habe wieder in jeden Anime reingeschaut. Heute empfehle ich dir davon vier One-Piece-Anime, die du sicherlich mögen wirst. Wie immer gilt, wenn ich jeden Samstag um 15 Uhr über neue Anime reden soll, dann schau bis zum Schluss, so weiß ich, dass es dir gefällt. Los geht's gleich mit dem Shoujo One-Piece-Anime A Condition Called Love. Das bedeutet, er richtet sich eher an Mädchen bzw. Frauen. Was aber eigentlich nur bedeutet, dass er so ein bisschen gefühlsbetonter ist. Was ich als Abwechslung mal auf jeden Fall ganz nett finde. Deswegen auch als Kerl sollte man da auf jeden Fall mal reinschauen. Aber worum geht es? Und zwar, das Ganze beginnt natürlich mit unserer Protagonistin, der guten Hotaru Hinase. Und die hat eigentlich ein glückliches Leben. Also sie hat Freunde in der Schule, ihre Familie ist auch ganz nett. Also eigentlich kann sie sich nicht beklagen. Sie hat nur keinen Freund. Und ihr ist das auch relativ egal. Also mit der Liebe konnte sie eigentlich noch nie so wirklich was anfangen. Bis zu einem gewissen Tag. Und zwar trifft sie nämlich auf den guten Hananoi. Der wird nämlich in einem Café auf die brutalste Weise sitzen gelassen, beziehungsweise mit ihm wird Schluss gemacht. Also das Mädchen schüttet ihm dann auch Wasser ins Gesicht, man kann sich das vorstellen. Und Hananoi nimmt das auch nicht irgendwie cool, sondern ist vollkommen fertig mit der Welt, setzt sich dann im Schnee auf eine Parkbank und lässt sich zuschneiden, so nach dem Motto. Aber dann kommt unsere Protagonistin und die gibt ihm halt einen Regenschirm, beziehungsweise versucht ihn halt abzudecken, zu schützen vor dem Schnee. Und diese kleine Geste führt dazu, dass Hananoi sich von jetzt auf gleich in sie verliebt. Und auch am nächsten Tag ihr sofort seine Liebe gesteht. Das Problem ist nur, dass die gute Hotaru nicht wirklich was dabei fühlt. Also, sie findet das zwar nett, dass ein Junge sie scheinbar mag, aber Liebe entsteht da bei ihr nicht unbedingt. Aber sie einigen sich doch darauf, dass sie einfach mal probieren, zusammen zu sein. Also so eine Beziehung auf Probe in gewisser Weise. Und vielleicht entsteht ja bei ihr dann doch ein Gefühl der Liebe und sie könnten dann am Ende des Tages ein echtes Paar werden. Und auf jeden Fall, der gute Hananoi versucht auch alles, um sie halt am Ende des Tages zu überzeugen, beziehungsweise ihr schöne Augen zu machen. Und er ist schon fast ein bisschen zu perfekt. Was ich damit meine, dazu kommen wir jetzt. Denn er fragt sie zum Beispiel, okay, magst du eher lange oder kurze Haare? Und sie sagt, ja, ich mag kurze Haare, weil sie halt selber kurze Haare trägt, beziehungsweise die für sich selber gut findet. Sie hat gar nicht eins und eins zusammengezählt, denn am nächsten Tag kommt Hananoi auch mit kurzen Haaren in die Schule. Und sie weiß gar nicht, wie sie darauf reagieren soll, weil er hat das in gewisser Weise so ein bisschen falsch interpretiert. Aber ich bin auch ganz ehrlich, mit kurzen Haaren sieht er besser aus. Und das ist ja vielleicht noch ganz nett, aber ein bisschen heftiger wird es dann gleich bei der nächsten Sache, denn sie verliert halt ihre Haarspange und Hananoi sucht die halt im Schnee bei Minusgraden für Stunden. Und das meine ich mit zu perfekt, weil das führt eben dazu, dass sie sich halt um ihn Sorgen macht. Also sie ruft ihn halt an und denkt so, oh mein Gott, bist du jetzt wirklich immer noch da am Suchen? Und kriegt dann so ein bisschen Panik und läuft dann schnell zur Schule zurück und findet ihn dann mit halt dreckigen und eingefrorenen Händen, die halt immer noch nach ihrer Spange sucht. Und das kann man ja noch so einigermaßen in eine positive Richtung drehen, dass er so ein bisschen überfürsorglich ist, beziehungsweise manchmal ein bisschen den Bogen überspannt. Aber er hat dann auch wirklich so ein bisschen eine düstere Seite, denn er ist so ein bisschen kontrollmäßig unterwegs. Also er will dann auch nicht, dass sie halt mit anderen Typen rumhängt. Zumindest wird das angedeutet in der Serie. Und das Gute ist auch, die Serie realisiert das, dass das eher eine düstere Seite von jemandem ist und man das nicht einfach so, ja, wegschieben kann mit, ja, er liebt sie halt einfach so sehr und deswegen ist er eifersüchtig auf jeden Typen, der einfach nur mal mit ihr redet. Und das könnte auf jeden Fall dann in eine interessante Richtung gehen und nicht einfach nur Friede, Freude, Eierkuchen werden. Und weil es halt auch ein Shoujo-Manga beziehungsweise ein Anime ist, glaube ich auch, dass man mit diesem Thema auch vernünftig umgeht. Bin ich auf jeden Fall gespannt, in welche Richtung das geht. Habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Schaut euch unbedingt mal bei YouTube das Opening beziehungsweise das Ending an, weil die Songs gefallen mir extrem gut. Aber nicht nur die Lieder, sondern halt gerade beim Opening ist das auch schön visuell gemacht. Man muss nur sagen, wenn wir auch gerade über das Visuelle reden, die Animationen sind eher so, naja, besonders die 3D-Figuren im Hintergrund fallen dann doch ab und zu mal negativ auf. In letzter Zeit achte ich auf Animationen gar nicht mehr so sehr, aber ich wollte es trotzdem erwähnen für die Leute, denen das halt wichtig ist. Wer damit aus irgendwelchen Gründen gar nicht klarkommt, der kann auch auf den Manga ausweichen. Den gibt es von Egmont. Ein Gefühl namens Liebe heißt er auf Deutsch. Da kann man sicherlich mal reinschauen. Also wenn man eher an der Story interessiert ist, aber die Animationen halt schrecklich findet, so nach dem Motto. Die Serie kann man bei Crunchyroll streamen und vielleicht so als kleine Bonusempfehlung. Das Ganze geht so ein bisschen in eine Richtung von
von Kimini Todoke From Me to You. Wer also Condition Called Love mag, der sollte auf jeden Fall auch mal hier reinschauen, beziehungsweise natürlich auch umgedreht, besonders auch in Kimini Todoke, denn der geht ja auch bald im August mit einer dritten Staffel weiter, die man dann auch bei Netflix streamen kann, wie auch die vorherigen Staffeln. Und darauf freue ich mich schon sehr und da lohnt es sich auf jeden Fall vorher, die ersten zwei Staffeln dafür nachzuholen. Eher für Kerle ist dann wieder ein Arc Demon's Dilemma, How to Love Your Elf Bride, denn der hat auch am Anfang ein paar edgy Szenen, die so später so ein bisschen abbauen, aber dazu kommen wir gleich. Das Ganze dreht sich erstmal um den Zauberer Sagan und der ist halt sozial extrem inkompetent, was dazu führt, dass er oft als der Böse dargestellt wird, obwohl er eigentlich das Herz am rechten Fleck hat. Um das mal an einer Szene zu beschreiben. So will er nämlich die Ritterin Shastile retten vor einem bösen Dude, aber er bringt diesen Dude so heftig um die Ecke, dass sie halt davon ohnmächtig wird. Und dadurch denkt sie jetzt halt, dass er dafür verantwortlich war, also dass er ihr das angetan hat und nicht eben der böse Dude. Und so entstehen dann über ihn halt Gerüchte im negativen Sinne, obwohl er dafür eigentlich nicht wirklich was kann, beziehungsweise einfach sozial so ein bisschen inkompetent ist. Und das setzt sich auch fort, als er auf die gute Nephilia trifft, eine Sklavin, in die er sich sofort auf den ersten Blick verliebt und sie mit all seinem Geld kauft. Denn sie denkt nämlich, er hätte sie für ein Magieritual gekauft. Also man kann scheinbar einen Menschen für sowas dann halt opfern und dafür wäre sie in gewisser Weise gekauft worden. In Wirklichkeit hat er sich aber ja in sie verliebt und kann einfach seine Gefühle nicht wirklich rüberbringen. Was natürlich zu allerlei lustigen Szenen führt. Man kann sich das schon vorstellen. Also wer gerne blaschende bzw. errötende Mädels sieht, bzw. auch der Protagonist, der das ab und zu mal macht, der sollte da auf jeden Fall mal reinschauen. Ich bin nur hier ganz ehrlich, das ist nicht unbedingt mein Lieblingsanime aus der Season. Ich will ihn dir aber trotzdem empfehlen, weil ihn viele mögen und weil ich das immer wieder mitbekommen habe, dass den viele echt gerne schauen. Also das ist so eine ähnliche Situation wie die mit dem Teufel tanzt, wo ich nicht so begeistert bin von dem Anime, aber merke, es gibt eine Fanbase und deswegen will ich euch den nicht vorenthalten. Was ist mein Problem mit dieser Serie? Lass es mich mal kurz erklären. Und zwar, was ich nicht so gerne mag, ist, dass sie versklavt wurde und halt sich jetzt wirklich über jede Kleinigkeit freut, die halt Sagan für sie tut. Und wirklich, das sind die normalsten Sachen auf der Welt, also dass sie halt auch als Sklavin Essen bekommt, so nach dem Motto. Sie erwartet das in gewisser Weise gar nicht. Und ich weiß nicht, irgendwie finde ich das nicht so dolle. Also wenn sie halt so unterwürfig ist. Ich habe gar nicht so ein großes Problem mit dieser Sklaventhematik, das stößt mir gar nicht so negativ auf. Ich mag zum Beispiel einen How Not to Summon a Demon Lord sehr gerne, aber da sind halt die Damen deutlich aktiver. Da mag ich das irgendwie mehr. Aber nun, ist natürlich eine Geschmackssache. Das Ganze geht so ein bisschen in eine I've given the disgraced novel lady I rescued a crash course in naughtiness, den ich damals auch nicht so dolle fand. Also wer den halt sehr gerne mag, der sollte da auf jeden Fall mal reinschauen, beziehungsweise auch umgedreht. Den gibt es auch bei Crunchyroll im Stream. Kommen wir dann nochmal ganz kurz zu den Edgy-Szenen. Die waren in den ersten zwei Folgen ein bisschen präsent, haben dann jetzt aber abgebaut. Also das ist wahrscheinlich wieder so das Typische, dass man halt am Anfang aus irgendwelchen Gründen damit den Zuschauer das Interesse daran wecken soll an der Serie, aber sie dann nicht bis zum Ende durchzieht. Wo ich mich frage, ja, hat man den Zuschauer dann nicht vielleicht eher so ein bisschen geklickbaitet, aber ist ja auch egal. Im Gegensatz dazu zieht die nächste Serie das Ganze scheinbar durch, denn Studio Apartment, Good Lighting, Angel Included hat überraschend viele explizite Szenen. Es ist jetzt hier kein Highschool-DD, ne? Ich will hier keine falschen Erwartungen schüren, aber ich war wirklich überrascht und das hätte ich echt durch den Trailer nicht gedacht. Aber worum geht es erstmal? Und zwar, die Engelin Toa bekommt von Gott einen Auftrag. Und zwar soll sie die Menschheit so ein bisschen begutachten, beziehungsweise erstmal auf die Erde gehen und da halt den Menschen regelmäßig helfen. Sie weiß aber gleich am Anfang auch nicht, wo sie schlafen soll und komplett fertig setzt sie sich einfach auf den Balkon von Shintaro zur Ruhe. Und der bemerkt sie dann nach ein paar Stunden und denkt sich, was ist denn da? Welche Cosplay-Dame hat sich denn hier bei mir eingenistet? Und relativ schnell findet Shintaro auch heraus, okay, sie cosplayt nicht einfach nur, sondern sie ist ein echter Engel. Und sie ist sogar ein sehr netter, aber auch naiver Engel, der dann einfach mal mit irgendwelchen zwielichtigen Kerlen mitgeht und deswegen sagt sich Shintaro, okay, du darfst bei mir übernachten, beziehungsweise bei mir erstmal wohnen und ich bringe dir halt so ein paar Sachen bei, damit du nicht am Ende in komische Bereiche abdriftest. Und Toa ist dafür extrem dankbar, kennt sich halt mit vielen Sachen dann doch aus, weil sie halt so eine Enzyklopädie gelesen hat, also mit Waschen von Sachen oder halt mit Essen machen. Also das Ganze geht so ein bisschen dann in The Angel Next Door Spoils Me Rotten in diese Richtung rein. Also dass sie so ein bisschen wie eine Hausfrau
Frau für unseren Protagonisten wird. Aber halt auch eine, die natürlich immer wieder so ab und zu für Ärger sorgt. Also dann in ihrer Engelsform einfach bei seiner Schule vorbeischaut und das natürlich dann zu allerlei Problemen führt. Neben den Edgy-Szenen, die einen wirklich an einen Anime erinnern von vor 10 Jahren, also an so eine typische Rom-Com-Harem-Serie, ist der Anime auch überraschend harem-mäßig. Also das hätte man sich eigentlich bei diesem Visual denken können, aber ich habe irgendwie das Ganze ignoriert und so gedacht, ja, das fokussiert sich doch eher auf Toa. Und ja, das stimmt schon, aber es gibt dann relativ schnell eine Klassenkameradin von unserem Protagonisten, die auch in ihn verknallt ist. Und nicht nur das, sondern er trifft dann auch auf eine Schneefrau. So viel will ich dann doch verraten, weil es gibt scheinbar mehr übernatürliche Wesen als halt nur die Engelsdame Toa. Und sie ist auch super nett, wird auch einfach mit einer Edgy-Szene eingeführt. Also das bin ich ehrlich gesagt gar nicht mehr gewöhnt, dass das passiert. Was auch nicht schlimm ist, also dass man das so macht, regelmäßig irgendeine Dame mit einer Edgy-Szene einführen, muss nicht unbedingt sein. Aber als Abwechslung, das mal wieder zu sehen, ist auch nicht verkehrt, so nach dem Motto. Und wie dann die dritte Folge zu Ende gegangen ist, dazu will ich natürlich nicht zu viel verraten. Das fand ich auch super. Deswegen, ich mag im Vergleich jetzt zu Arc Demon's Dilemma, mag ich die Serie mehr. Finde, die kann man auch so ein bisschen vergleichen. Also das ist so ein bisschen eine ähnliche Serie, die halt so ein bisschen ein ähnliches Grundgefühl vermittelt, aber so ein bisschen in eine andere Richtung geht. Und ich mag Studio Apartment, Good Lighting, Angel Included da halt ein bisschen mehr. Wohingegen vielleicht andere dann eher sagen, ja, in Arc Demon's Dilemma gefällt mir dann eher. Übrigens, beide Serien kamen bei Crunchyroll streamen, deswegen kannst du ja auch ohne Probleme selber vergleichen. Und kommen wir dann noch zu einem absoluten Highlight aus der Season, nämlich Spicen Wolf Merchant meets The Wise Wolf. Ein Reboot bzw. ein Remake zu dem ursprünglichen Anime bzw. eine Neuadaption von der ursprünglichen Light Novel. Und es gibt auch da Unterschiede, also es lohnt sich auch auf jeden Fall, das Reboot sich anzuschauen. Aber natürlich ist das Ganze perfekt für Neueinsteiger. Worum geht es aber? Lass es mich kurz nochmal erklären. Und zwar, der fahrende Händler Graf Lorenz ist unterwegs in ein kleines Dorf, will da halt seine Sachen verkaufen und da wird halt gerade ein Erntedankfest gefeiert. Und zwar zu Ehren der Göttin Holo. Die ist halt eigentlich für die gute Ernte zuständig, aber die Bauern brauchen sie nicht mehr so sehr, weil sie eigentlich selber Methoden gefunden haben, wie man so eine gute Ernte eigentlich schon fast garantieren kann. Und Holo realisiert das auch und ist da natürlich so ein bisschen traurig, so ein bisschen deprimiert und sagt sich, okay, wenn ihr mich nicht mehr braucht, ja, dann hau ich halt zurück ab in meine Heimat. Und deswegen passt es auch perfekt, dass der fahrende Händler halt Kraft Lorenz vorbeikommt, weil sie jetzt einfach mit ihm rumreist und sagt, okay, solange wir in Richtung Norden unterwegs sind, habe ich damit kein Problem, mit dir unterwegs zu sein und dich auch so ein bisschen zu unterstützen. Weil das ist auch das Schöne bei Holo einfach, dass sie halt auch ziemlich schlau ist. Also sie ist nicht einfach nur so eine Dame, die sich jetzt unserem Protagonisten anschmiegt und einfach nur ganz nett ist, also so hausfraumäßig unterwegs ist, sondern sie versucht sich halt auch als Händlerin zu beweisen. Und das kommt auch schon in den ersten Folgen echt ziemlich gut rüber. Also wie sie es dann schafft, andere Händler so ein bisschen übers Ohr zu hauen, das macht auf jeden Fall ziemlich Spaß. Was auch eine fantastische Qualität von Holo ist, dass sie halt erwachsen ist und sich halt nicht daran stört, wenn halt Kraft Lorenz aus Versehen halt ins Zimmer kommt, während sie sich gerade umzieht. Da dreht sie halt nicht durch, sondern sie sagt sich, ja komm, mir doch egal, so nach dem Motto. Ich zieh mich jetzt an und fertig. Und das ist halt auch eine schöne Abwechslung, besonders im Vergleich zu Angel Included, wo dann doch es zu diesen typischen Rabum-Szenen kommt, wo dann unser Protagonist erstmal eine geschallert bekommt. Und man muss sagen, das Feeling ist auf jeden Fall wie der alte Anime. Also da gibt's nichts zu meckern, auch an den Animationen nicht. Das Einzige ist vielleicht, dass wenn sie sich halt in eine Wölfin verwandelt, also in ihre ursprüngliche Form, dass das wahrscheinlich in 3D animiert sein wird. Das haben wir zumindest im Opening gesehen. Und wenn man es im Opening in 3D macht, dann macht man es wahrscheinlich auch in der Serie in 3D. Aber das wird jetzt nicht so häufig vorkommen, also das sollte jetzt nicht das größte Problem sein. Aber es gibt noch andere Änderungen. Und zwar, vielleicht haben manche, die halt die ursprüngliche Serie gesehen haben, die gute Chloe vermisst, die besonders in der ersten Folge halt präsent ist. Die ist scheinbar ein Anime-Original-Charakter und kommt halt im ursprünglichen Light Novel gar nicht vor. Und jetzt ist es halt ein Typ, der halt Lorenz so ein bisschen empfängt in diesem Dorf. Ich bin ganz ehrlich, ich mochte sie eigentlich ziemlich gerne, deswegen war ich wirklich so ein bisschen traurig, dass sie halt einfach nicht vorgekommen ist. Aber wenn man sich dadurch halt ein bisschen mehr ans Originalwerk hält, finde ich das natürlich besser, weil jetzt nochmal den Autor zu übergehen bei der zweiten Anime-Adaption, das muss nicht unbedingt sein, oder? Besonders auch die Musik kann einfach überzeugen, denn die wird von Kevin Penkin beigesteuert, welcher zum Beispiel bekannt ist für Tower of God, die Tage
Tagebücher der Apothekerin, The Rising of the Shield Hero oder auch Made in Abyss. Also der kann es einfach in dem Bereich. Ist wirklich für mit die beste Anime-Musik in den letzten Jahren zuständig gewesen. Und das fällt einem echt auf jeden Fall positiv auf. Ein kleiner Wehmutstropfen haben wir aber vielleicht doch. Denn manche haben vielleicht darauf gehofft, dass durch das Studio Passione wir eine Uncut-Version von Spice and Wolf bekommen. Denn Harem in the Labyrinth of Another World wurde auch von Studio Passione animiert. Und da geht's ja ordentlich zur Sache. Damals hat man das Ganze nämlich im ursprünglichen Anime so gelöst, dass man, wenn sie halt nichts anhat, man gewisse Sachen einfach nicht gezeichnet hat. Was für manche vielleicht so ein bisschen komisch aussieht, also das geht so ein bisschen in so eine Fui-Richtung rein, hat mich persönlich nicht unbedingt gestört. Jetzt in der neuen Adaption hat man es so gemacht, dass einfach immer über die wichtigsten Stellen dann halt Haare sind oder andere Dinge. Was ich vollkommen in Ordnung finde, denn, und das habe ich auch auf Twitter geschrieben, und lustigerweise, wenn man danach sucht, werde ich hier auch einfach zitiert, das ist mein Tweet, Spice and Wolf ist kein Edgy-Anime. Diese Szenen kommen halt im späteren Verlauf nicht mehr so häufig vor. Man wollte also hier vielleicht auch keine falschen Erwartungen mit einer Uncut-Version wecken, wie ich das halt auf Twitter geschrieben habe. Keine Ahnung, warum ich als Experte jetzt für Spice and Wolf gelte, aber scheinbar ist das so nach dem Motto. Wer aber unbedingt Holo Uncut sehen will, der kann sich den Manga gönnen. Spice and Wolf heißt der einfach. Den gibt's auch von Panini, weil da sind diese Szenen zumindest in den ersten Bänden, die ich gelesen habe, auch Uncut. Spice and Wolf ist auch die einzige Serie auf dieser Liste, die eine deutsche Synchro von Crunchyroll bekommen wird. Ist aktuell noch nicht draußen, aber wenn du dieses Video vielleicht ein paar Tage oder ein paar Wochen später schaust, wird sie wahrscheinlich schon bei Crunchyroll gestartet sein. Also schau unbedingt in Spice and Wolf rein und um es hier nochmal zu sagen, alle Anime auf dieser Liste gibt es im Stream bei Crunchyroll. Für noch mehr neue, gute Anime, klicke auf die Playlist oben rechts und für heftige Serien, die sich Uncut bei Crunchyroll lohnen, gehe zum Video oben links. Aber das soll es dann auch schon gewesen sein. Welchen Anime wirst du anschauen oder in welchen hast du schon reingeschaut und wie findest du ihn? Schreib es doch gerne in die Kommentare, drücke auf den Gefällt mir Button und vergiss nicht zu abonnieren. Man sieht sie im nächsten Video. Bis dann.